Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dirt 3 in dem Turnierbaum 2 der Season 4. Haben wir das letzte Mal schon im Gymkhana gesiegt. Zusammen mit Ken Block sind wir zusammen auf den Thron gestiegen und haben die Sektpulle an den Hals gehalten. Na, jetzt geht's natürlich wieder weiter, zwei Tage später, ein bisschen verkadert, aber dennoch wieder in absoluten Highspeeds unterwegs. Und zwar 4 Rallye-Etappen gilt es hier zu absolvieren. Natürlich immer mit dem Ziel, auf dem ersten Platz zu landen. Wir haben die Wahl zwischen ganz verschiedenen Klassen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz weit zurück in die 80er. Also, zieht eure neonfarbenen Autos an. Kann man Autos anziehen? Das ist die Frage, die sich immer wieder stellt. Ich denke schon. Und welches Fahrzeug nehmen wir denn? Wir nehmen den Opel Manta. Ein Opel Manta, wie geil ist das denn? In Gelb? Nee, warte mal. Wir nehmen dann natürlich in Schwarz, oder? Schwarz ist immer geil. Opel Manta. Richtig geiler Film, Manta Manta. Das ist einer der wenigen Filme, wo, wie heißt der deutsche Schauspieler? Till Schweiger. Wo er endlich mal einen guten Film mitmacht. Nein, das kann man so nicht sagen. Viele Menschen lieben seine Filme. Ich gehöre nicht dazu und auch schauspielerisch finde ich ihn nicht so klasse. Aber der Film ist super. Der Film ist echt klasse. Und jetzt geht's hier Rallye-mäßig los im eiskalten Norwegen, oder wo sind wir? Norwegen, ja. Sehr schön. Alter, im Manta, wie geil. Ich will einen Fuchsschwanz oben drin haben, ne? Und ich möchte auch meine Lederboots anhaben. So, warte mal, nehmt mich die Kamera. Es geht los. So, da oben, wisst ihr noch? Da starten wir, glaube ich, immer die Head-to-Head-Rennen. Ey, wie geil ist das bitte? Wir fahren in einem alten Manta. Ah, wie geil. Oh! Alter, Leute, ich fahre einen Manta. Boah, der fährt sich aber auch zickig, ne? Er fährt ein bisschen zickig. So, der hinter uns startet. Ich hoffe, der ist auch in den 80ern gelandet. Und fährt hier nicht mit so einem modernen Superauto rum. Ansonsten bin ich nämlich tierisch am Arsch. Da wird er wahrscheinlich bessere Karten haben. So. Wir pflügen erstmal das Gebüsch hier noch um, damit der hinter uns nicht weiß, wo es lang geht. So, sehr schön. Nochmal richtig schön durchdriften. Und dann... Ne, warte mal, hier geht's nach rechts. Er sagt schon wieder mit links. Ich fahre einen Berg hoch und dann denke ich nach links und dann kommt erstmal eine Rechtskurve. Du bist deiner Zeit voraus, Mann. Wir sind in den 80ern. Du musst einfach mal ein bisschen zurückdenken. Alter, ist das eine gezitterte Partie in dem Ding, aber es fährt sich so raw. Das ist so krass. Es ist ja auch hier drinnen, ne? Kein Bremskraftverstärker, kein ABS. Einfach nix. Das Ding ist einfach, du trittst auf irgendein Pedal und es kommt das, was du machst. So, ist auch mal schön. So, was haben wir da für eine Zeit? 1,35, ich habe keine Ahnung, ist das gut? So, bei den Rallye-Rennen muss ich ja auch immer sagen, bin ich jetzt nicht so der Beste. Weil ich da halt immer auf... Wie hieß er eigentlich? Wir hatten unserem Co-Piloten eigentlich mal einen Namen gegeben. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Wie heißt denn du? Ach komm, jetzt sei doch nicht so. Er ist wirklich so ein stillschweigender Mensch. Ich glaube, der kann gar keine ganzen Sätze reden. Siehst du? Leicht rechts nicht schneiden. Das ist kein ganzer Satz. Naja, es sei denn, er macht natürlich ein Ausrufezeichen dran, ne? Da kann man immer alles machen. Sprung, Ausrufezeichen, dann ist es natürlich ein Satz. Aber okay. Ja, die Strecke ist natürlich richtig geil. Sind wir die schon mal gefahren? Sieht einfach wunderschön aus, ja. Wow. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht. Ich ziehe manchmal einfach so aus Intuition die Handbremse. Und irgendwie, der Mann da, der weiß, wo es lang geht, ne? Der weiß es. Der Arsch, der driftet rum, ich gebe wieder Stoff und auf einmal bin ich wieder auf der Strecke. Ich bin Manta-Fahrer, ey. Ich werde Manta-Fahrer. Was heißt, ich werde? Ich bin's ja jetzt. So. Und da sind wir halt auch drin, Mann. Jawohl, guckt euch das an auf dem 6. Platz. Was ist denn hier los? Das ist ja gar nichts. Das ist ja überhaupt nichts. Das ist ja gar nichts. 6. Platz. Wie viel fahren mit? 8. Das ist ja gar nichts.
Alter Latz, ich habe mich irgendwie besser gefühlt. Aber ich habe auch manchmal unten auf den Tacho geguckt, da stand manchmal eine 50, ne? Wenn du denkst, mit 50 so ein Rallye-Rennen, das ist schon nicht schnell, ne? 50, das ist, als würdest du die Stadt gurken. Was ist eigentlich W für ein Nummernschild? W. Ist das Wolfsburg? So, jetzt haben wir natürlich den eminenten Vorteil, dass wir nicht nachtblind sind und alle, die vor uns waren eben, die sind nachtblind. Was hat denn der für komische Lampen da vorne dran? Das gehört verboten. Das sieht doch nicht schön aus hier. So sieht das gut aus. Okay, geht los. Ready, steady, go! Okay. Rubinho da vorne. Sechster Platz, das ist natürlich jetzt echt kaum noch möglich aufzuholen. Das Gute ist natürlich, dass die ganzen Zeiten addiert werden und dass es hier keine Punkte gibt. Das heißt, wenn hier zufällig mal einer disqualifiziert wird, dann hat er natürlich ein extremes Handicap. So, wir müssen eigentlich nur 9 Sekunden rausfahren, ne? So war das doch. Der erste war 9 Sekunden vor uns. Das ist doch möglich. Alter, da musst du Kickdown machen. Ich sehe doch die Umdrehungszahlen da von dem Motor. Die waren, da hat gar kein Lämpchen mehr geleuchtet. Da muss ein Kickdown kommen. Hier, die zweite Lampe muss mindestens immer leuchten. Ansonsten sind wir untertourig. Das ist auch der Verbrauch viel höher, ne? Muss man auch sagen. Heppa! So, okay. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade gar nicht so schlecht. So. So, das Ding. So, jetzt komm, was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Zweiter! Shit! Jetzt juckt die Nase. Jetzt juckt die Nase. Das gibt's nicht, ey. Ich popel ständig in der Nase und ich kratze mir in der Nase und immer dann, wenn es spannend wird. Das ist, glaube ich, Somatisierung von meinem. Mein Körper somatisiert sowas. Manche haben Schmerzen. Und ich habe einfach eine juckende Nase. Komm jetzt hier! Was sagt die Zeit? Wehe, Dritter. Oh, okay. Was sagt die Gesamtzeit? Immer noch Sechster. Immer noch Sechster. Aber es ist eine ganz knappe Kiste hier. Es ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Wir müssen jetzt einfach alles rausholen. Wir müssen mal auf dem ersten landen, Leute. Es ist, ich sag's so, wie es ist. Wir können uns nicht mit dem zweiten abgeben. Heutzutage ist der zweite einfach nichts wert. Das ist wie der sechste. Sieht man ja. Kriegst einen zweiten, bist trotzdem auf dem sechsten. Ist es logisch? Nein. Deswegen, sei Erster im Leben oder lass es bleiben. Der Erste, der wird uns natürlich jetzt verwehrt bleiben. Das schaffen wir nicht mehr. Aber wir müssen jetzt diese Einzeletappen, da müssen wir nochmal alles rausholen. Das ist machbar. Wir müssen eigentlich nur 3 Sekunden irgendwie aufholen. Und wir haben gerade schon relativ viel aufgeholt. Also, das ist machbar, definitiv. So. Wie viele Events waren es eigentlich insgesamt? Scheiß drauf. Man darf sich gar nicht so viel Gedanken machen. Die vielen Berechnungen, das geht meistens nach hinten los. Ich verrechne mich, am Ende bin ich Sechster. Das heißt, einfach nur eins. Let's go. Feuer! Und hepp, es geht los. Möge das Rennen jetzt erst richtig beginnen. So, ein bisschen Wer. Oh, nee, 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 meine Fresse. Da wollte ich schon gerade sagen, jetzt mal richtig schön Stoff geben. Aber ist das eigentlich ein Heckauto? Ist das heckbetrieben? Eigentlich nicht, oder? Glaube eigentlich nicht, aber irgendwie ist mir der Arsch gerade so rausgedriftet. So, gleich haben wir den ersten Zwischenstand. Hier sind wir schon mal lang gebrettert gegen den Bobfahrer. Gegen den haben wir, glaube ich, auch noch relativ knapp gewonnen. Okay. Hat gereicht, die 2 Sekunden haben wir schon. So,
So, richtig schön, ey. Mit der Karre kannst du so schön abbremsen und am Scheitelpunkt so Stoff geben. Du kannst den Arsch richtig schön rumswitchen, ne? Richtig schön rumschlittern. Das gefällt mir an der Karre. Die hat eben auch nicht so viel Bums unter der Haube, sodass es komplett ausbricht. So, hier so, zack. Kannst du eigentlich Dauervollstoff geben. Also der Manta gefällt mir. Das ist eine richtig geile Karre. So, gleich haben wir nochmal die nächste Zwischenzeit. Oh, da hat jemand was verloren. So. Was natürlich immer ein gutes Zeichen ist, dass wir den vor uns schon einholen. Ja, los jetzt hier. Boah, was sind denn das hier für Kurven? Nee, nee, das war scheiße. So viel zum Thema, ich kann die ganze Zeit Vollstoff geben. Da hat er auch den Kickdown gemacht. Habt ihr das gesehen? Guckt mal auf die Gänge. Jetzt macht er einen Kickdown. Und damit bricht mir natürlich der Arsch raus. Das, was er sonst immer nicht macht und ich sage, dass er es machen soll, macht er jetzt, wenn ich Stoff gebe. Das geht natürlich nicht. Das ist natürlich ein Fehler dann. Wenn ich Stoff gebe, dann nicht einen Kickdown machen. So. Um jetzt nochmal den Schuldigen zu finden. Nicht ich. Doch, doch. War leider ich. War leider mein minimaler Fehler. So. Man, da vorne. Du machst es ganz gut. Alter, es wird ziemlich knapp. Ne, wir sind nur noch eine halbe Sekunde vorne. Ey, los jetzt hier. Nicht mich jetzt ausbremsen. Ey, Leute, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn jetzt hier bitte machen? Boah, Alter. Was willst du da machen? Ich krieg die Zeit nicht besser, weil diese... Ja, er fährt ja einfach mitten durch. So, ich muss innen dran vorbei. Alles geben. Scheiße. Okay. Ich sehe jetzt nichts. Jetzt geht's hier ums Ganze. Fuck. Das fährt sich auf einmal ganz anders. Ach komm, das hat mich natürlich jetzt extrem viel Zeit gekostet, ne? Ja, aber ganz ehrlich, was machen sie denn diesen Hanswurst da vor mich? Das ist doch echt frech. Aber auf den dritten Platz sind wir gekommen. Auf den dritten Platz. Wir konnten nochmal sehr viele Plätze gut machen, aber ganz, das ist ja echt frech, oder? Das war doch jetzt... Der hat mich doch mit Absicht ausgebremst, oder? So schlecht kann man doch nicht in echt fahren. Alter Latz. Von mir sehr gute Leistung, von ihm, naja. Er wollte aber auch battlen, ne? Ich hab's gemerkt. Ich war hinten dran und ich dachte, ey, jetzt ist eine Rechtskurve, jetzt lass mich doch dran vorbei. Lass mich doch einfach dran vorbei, fahr doch innen dran vorbei, in der Kurve. Aber mach doch nicht so einen auf ewig lahmarschig, nö. Nee, nee. Da drückt er gar nicht aufs Gas, nein, nein, nein. Da hat er sich von mir schieben lassen, hat er wahrscheinlich sogar einen Gang rausgemacht. Leerlauf, ne, der schiebt mich ja. Meine Fresse. Okay, jetzt müssen wir alles geben. Wir wollen wenigstens den zweiten Platz noch kriegen. So. Das wäre so geil, wenn wir die Strecke da hochfahren würden. Ich darf natürlich jetzt auch nicht keinen Fehler mehr machen. Das ist leider traurige Wahrheit. Oh, ist das eng hier. Ah, die... Oh, jetzt ist eins zersäbelt oder was? Davon ist nichts. Zweiter. Irgendwen hat es zersäbelt. Den haben sie aber auf jeden Fall schon mal weggeräumt. Freundlicherweise. Ey, es hört sich so geil an, ne? Das Sounddesign hier im Auto ist so schön. Dieses abgedämpfte Motorengeräusch und immer das Knatschen, wenn man über den bisschen tieferen Schnee fährt. So schön gemacht. So. Show me den ersten Platz. Was? Dritter? Was ist denn hier los? Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Wir brauchen mehr. Weniger Zeit, wollte ich sagen. Nicht mehr Zeit. Komm, 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 gib Stoff. Mann, du bist ein deutsches Ehrenprodukt. Opel. McPopel. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein legendäres Auto, was ich hier fahre. Wie geil ist das, dass die echten Mandas haben. Sind wir die schon mal hier gefahren?
Irgendwie kommt es mir dann doch, wenn ich, je öfter ich sie sage, desto eher kommt es mir bekannt vor. Ja, das Gute ist, ich sehe den da vorne schon auf der Map. Das heißt, wir sind gar nicht so weit weg. Aber... ja, die sind schon alle im Ziel, deswegen können wir uns zeitlich gar nicht mehr vergleichen mit denen. Aber da vorne sind sie. Ich muss riskanter jetzt fahren. Notfalls noch mal eine Wiederholung reindrücken. Über Ziel, über Ziel, über Ziel! Oh. Erster Platz. So. Aber leider ganz wieder... stark. Du hattest die Strecke im Griff. Genau. Und ich kann nur sagen, weiter geht's. Yes, Mann! Auf den zweiten! Vom sechsten Platz auf den zweiten. Alter Latz. Was heißt jetzt eigentlich, weiter geht's? Ist das jetzt das Ende, oder? War das jetzt das Ende, oder kommt jetzt noch was? Ich bin mir gar nicht sicher. Von mir aus kann jetzt Schluss sein. Den ersten kriege ich eh nicht mehr. Jawohl, das war's. Zack. 4000 Rufpunkte. Der Ruf ist mir wichtig. Verstehst? Verstehst? Bro. Bro Points. Geld. Was will man mit Geld? Geld kann man nur ausgeben und sich schöne Sachen kaufen. Gott, was würde ich mir gerne für schöne Sachen kaufen? So. Geil. Ja, zweiter Platz reicht mir völlig aus. DC will dich unbedingt für das neue Event haben. Und wieder muss der Motor brüllen, willst du dir deinen Säckel füllen? Wovon zum Geier redet der? Ich habe auch keine Ahnung. Was für einen Säckel soll ich hier füllen? Also nein, das lassen wir weg. Land Rush, wir gehen direkt rein. 2 Rennen, 8 Runden, 5 Runden. Let's fucking go. Mit, warte mal, Buggies? Nee. Trucks? Ach, komm her. Lieber mit dem Truck als mit dem Buggy. Oh, das wird jetzt nochmal hart. Die zwei Sachen mag ich nicht. Buggy und Truck ist nicht meins. Nee. Die sind nicht meins. Obwohl ich letztens mal wieder bei YouTube unterwegs war und hab mir, ist ja logisch, ne, als YouTuber, dass man da ab und zu mal unterwegs ist, und hab mir mal echt bei Red Bull sowas angeguckt, diese Truckrennen. Die sehen ja eigentlich ganz geil aus, aber wenn man halt selbst drinne sitzt, ist halt dann doch nicht so spannend, oder? Naja, vielleicht kann ich euch überzeugen, dass es doch ganz geil ist, indem wir jetzt einfach Land Rush starten. So, lass mich raten, wir starten wieder ganz hinten? Nee, auf Platz 5. Let's go. Wir machen jetzt mal die Sicht. Zack. Boah. So ist auf jeden Fall geiler als die Innensicht. Das gefällt mir bei den Karren schon ein bisschen besser. Boah, ich liebe diese Wassereffekte, ne? Sieht so geil aus. Geh mal schön ein mit. Ich habe das Gefühl, die Strecke haben sie 1:1 mal bei Showdown mit übernommen. Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Kann sein, aber so rein optisch. Was nicht schwer ist, da ja Showdown komplett die gleiche Engine benutzt. Die gleiche Engine und... ja, ich glaube, die haben an der Engine auch nichts weiter gepopelt, ne? Die haben ja von Dirt... das ist ja eigentlich noch die Engine von Dirt 1. Zu Dirt 2 haben sie ja echt nochmal ordentlich geschraubt. Und jetzt zu Dirt 3 haben sie ja auch nochmal, ne, so ein bisschen an die Stellschrauben, ist schon noch ein bisschen schöner. Und bei Showdown, glaube ich, da haben sie halt mehr Explosionen und so gemacht, aber das konnte die Engine ja eigentlich schon hier in dem Teil. Und ich glaube, die wird sogar jetzt noch benutzt für Dirt Rally, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist dieselbe Engine. Aber halt nochmal richtig geil aufgebohrt. Also Dirt Rally 2, das sieht ja sowas von Sahne aus. Da freue ich mich so dermaßen drauf, wenn ich das dann auf der PS4 und am PC zocke. Aber erstmal machen wir mal Dirt 3 klar, ne? Das ist logisch. So, Hälfte haben wir. Den da vorne, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Okay, ja. Viel zu weit rausgedriftet. Der wusste schon. Der wusste schon, wenn er jetzt in mich reinfährt, dann kriegt er nur meine Arsch hier mit gegengedrückt. Da wird er kein Land sehen. So, da ist irgendwer ausgeschieden, deswegen steht er doch schon links. Der schaut schon nur noch zu. Jetzt nehmen wir mal alles mit hier. Zack. Und dann geht es auch in die fünfte Runde.
Noch drei Runden vor uns. Ja, das ist so ein bisschen Arbeit, finde ich, immer die Rennen hier mit den Dingern. Ist nicht ganz so geil. Muss man aber auch mal, ne? Da willst du ja komplett spielen. Manchmal muss man eben auch mal was machen, was man nicht unbedingt zocken will. Aber es ist eben auch die Abwechslung. Ich meine jetzt, wenn das Spiel jetzt nur aus diesen Truck-Rallies bestehen würde, das wäre schon irgendwie ziemlich hart, ey. Ich würde gerne diese Strecke hier mit einem normalen Rallye-Auto fahren. Das wäre so geil. Auch diese Hoppel da und diese langen Sprünge. Ich glaube, ganz ehrlich, die Karre, die wäre danach so im Arsch. Ich meine, selbst die Karre, ne? Wenn du hier aufkommst, das muss doch wahrscheinlich... Ja, die Federung wird schon ordentlich durchgedrückt. Kann schon mal sein, dass es hier vorne so ein Blech abdrückt. Abdrückt. Abreißt. Oh, das war schlecht. Aber er schafft's nicht. So, und damit geht's in die vorletzte Runde. Yep. Und yep. Ah, das Sounddesign ist einfach richtig Sahne, ne? Und vor allem, man muss auch mal sagen, was für Kameraperspektiven das Spiel hat. Naja, 1, 2, 3, 4, 5. Gibt's doch bei manchen Spielen gar nicht, oder? Das ist da 2. Das sind 2. Die hier und dann die Stoßstangensicht. Aber das ist schon echt krass gemacht. Und eben, dass der Sound sich so variiert. Meinst du, dass sich ganz anders an? Und vor allem, wenn du drinnen sitzt, wie das Ganze abgedumpft ist. Das ist einfach richtig gut gemacht. Merkt man einfach, die haben einfach auf alles geachtet, die Entwickler. Die haben sich halt einfach mal Mühe gegeben. So. Ja, ein relativ unspektakuläres Rennen. Aber gehört auch mal dazu. Manchmal muss man eben einfach vorne an die Spitze fahren, das Ding durchziehen. So, erstes Rennen. Platz 1, würde ich sagen. Hängen wir das zweite gleich dran. Wer ist hinten dran? Sick Christiansen müssen wir im Auge behalten. Der könnte uns eventuell nochmal gefährlich werden. Was ist eigentlich mit dem Teamrennen? Das gab es doch auch bei Dirt 2. Ne? Wir hatten doch irgendwie einen Kumpan manchmal, mit dem wir zusammen im Team fahren konnten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das gab es ja auch bei Need for Speed Carbon. Das war ganz cool. Da konntest du denen dann Befehle geben. Hier, fahr jetzt vor und block dann mal alle, so dass ich dran vorbeifahren kann. Wo ich mich frage, warum sagst du ihm nicht einfach vorm Ziel, fahr vor und gewinne? Wir sind ja ein Team, da haben wir ja gewonnen, aber... Und vor allem, als wäre es so einfach, wenn dir wer sagen würde, ey, fahr mal vor und block mal alle. Okay, dann fahr ich jetzt mal vor. Wenn es so einfach ist, dann könnte es ja jeder machen. Aber okay, es war ein geiles Feature. Die haben sich auch manchmal die Kollegen dann so quergestellt auf die Straße. Oder haben dich dann verteidigt. Oh, das werde ich auch, da freue ich mich schon drauf. Ne? Need for Speed Underground, die zwei Spiele und dann geht's ja schon hier. Most Wanted und Carbon. Die werde ich mit euch zusammen durchzocken. Einfach richtig geile Spiele. Die werden wir dann auch auf dem PC spielen. Die habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Most Wanted habe ich mir sogar mal vor ein paar Jahren nochmal geholt. Den wollte ich unbedingt nochmal haben. Das habe ich zwar in irgendeinem Store mal geholt, aber ich wollte es nochmal als Harddisk im Regal stehen haben. Ich habe mir gedacht, naja, für 90 Cent kannst du es mal ersteigern. Das lohnt sich. So. Final Rand, John McTugger. Und hier Sick Christiansen, sorry. Nehmen wir mal hin. Ich wollte jetzt Siggy wollte ich mal reindrücken. Dafür habe ich jetzt, ist richtig schön hängen geblieben, ne? Irgendwas ist da vorne kaputt bei mir, oder? Da schlottert's doch. Aber es sah richtig geil aus, wie schön ich da abgegangen bin. Das gehört auch mal dazu. Das muss auch mal sein. Ich meine, sechster Platz wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Das könnte mich von den Punkten dann doch ein bisschen sehr weit zurückwerfen. Ich habe mich jetzt ein bisschen arg auf den Sick oder die Sick fokussiert. So, man. Oh. Boah. Jawohl, das wusste ich. Warum die... Das kann man doch aber auch Plan hinstellen. Das muss man doch nicht so hinstellen, dass da immer eine Lücke ist. Da kann man sich doch einfach mal Mühe geben.
Da brauchst du jetzt auch keine Wasserwaage. Da sieht man doch, dass das nicht gut ist. Evaluation der eigenen Arbeit. Naja, wartet. Ich werde dann meinen Fragebogen hier rumgeben lassen. Und dann wird das statistisch ausgewertet. Wer ist hier mit seiner Arbeit zufrieden? Der brettert die einfach geradeaus durch. Okay, mal auch mal. Yo. Ich hab's den einfach mal nachgemacht, ne? Der ist doch auch da gerade lang gefahren, oder? Da. Der ist da auch einfach. Zack. Aber der wusste irgendwie besser, wie man da rüberkommt, ne? Sein Winkel war dann doch besser. Ah, hat sich aber der noch nicht rentiert. Hat ziemlich viel Zeit miese gemacht. So. Dritte Runde. Ne. Hier wollte ich an dir dran vorbei. Jetzt lass mich auch mal. Ich bitte sie. So, Förderplatz ist eigentlich immer noch nicht genug, ne? Ich würde mal sagen, mindestens Dritter muss schon sein. Aber wir haben ja noch ein paar Runden. 2,5 Runden, gerade mal die Hälfte des Rennens vorbei. Und hepp, schön gerade springen, hier hinten schräg aufkommen. Und dann ins kühle Nass eintauchen. Ach, die drei da vorne, die fahren aber auch wie an der Perlenschnur aufgereiht. Anstatt die sich mal ein bisschen battlen, anstatt die mal ein bisschen Pfeffer geben und jeder kämpft hier um ersten Platz, nö. Die nehmen das so hin. Das ist völlig, völlig normal für die. Alter, der knattert es aber laut. Hier ist da, oh, der ist direkt neben mir. Johnny, mach dich mal vom Acker. Was ist eigentlich mit Siggi los? Siggi ist raus, ne? Ich sehe da erste Runde, da sind zwei ausgeschieden. Ich glaube, Siggi hat es auch mit zersäbelt mit meiner Aktion. War schon eine linke Nummer, ne? Vor allem hat es mir eigentlich mehr vegetiert als ihm. Ich meine, jetzt bin ich hier Vierter und schaff's nicht mehr davor. Aber irgendwie hatte ich das innerliche Bedürfnis, ihm so eine reinzudrücken. Boah, die schenken sich nichts da vorne. Ganz im Gegenteil, die schenken sich ja alles, so rum. Beziehungsweise dem ersten wird alles geschenkt. Warum überholen sie den nicht mal? Oder? Boah, der hier schenkt mir nichts. Das ist so laut. Der knattert mir wirklich ein Ohr ab. Lassen Sie das. Ja, ey, die da vorne, die kannst du vergessen. Der erste fährt seine perfekte Runde, die anderen dockeln nur hinterher, ne? Ich würde doch mal in der Kurve einfach reindonnern. Mein Zeichen setzen. Hier, ich schenke dir die Punkte nicht, Kollege. Du wirst gleich dran glauben. Keine Chance. Oh, meine Fresse. Auf zwei Rädern unterwegs. Ja gut. Oh, da ist der nächste ausgeschieden. Das ist ja schlecht, ne, wenn so viele ausscheiden. Jetzt bin ich Vorletzter. Was ist denn hier los? Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Alter, nee. Überholen ist jetzt nicht gut. Okay. Es soll der vierte Platz werden. Shit happens. So ist es halt, wenn man zu aggressiv fährt. Wieder das Podium. Und du hast dir allen gezeigt, was für ein Bombenfahrer du bist. Ja, aber John Tucker. Den hatte ich natürlich nicht. Den hatte ich nicht im Blick. Dass der Johnny mir hier den Rang abläuft. Ja, so ist das, ne? Zu sehr auf Siggi konzentriert, aber okay. Ja, Leute, das war's für heute. Ein bisschen Überlänge, ne? Fast eine halbe Stunde, meine Güte. Wir gucken aber nochmal, was uns als nächstes hier erwartet. So, das war auf jeden Fall das Truck-Event. Eins der schlimmsten haben wir damit abgeschlossen. X-Rally. Du hast die Final Quali und stehst ganz kurz vor der Super Series. Nicht nachlassen jetzt. Konzentrier dich. Yes. Am Ende kommt nochmal Head-to-Head. Richtig geil. Smash Attack. Ja. Ansonsten jetzt hier Rallycross. Mit zwei Rennen, das ist schon mal geil. Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich werden wir es im nächsten Part die
Das Ding hier werden wir dann wahrscheinlich abschließen, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle. Das ist ja immer so eine Frage, kann immer passieren bei mir, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Also abonnieren, kommentieren, Glocke drücken, liken, das ganze Kladderadatsch wie immer machen und beim nächsten Mal vor allem eins wieder dabei sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.